Hey, liebe Blubberfreundinnen und liebe Blubberfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Büchervideo hier bei Ankas Geblubber. Ganz ungewohnt, ich sitze heute vor der Kamera, mache ich eigentlich ungern, aber heute hat das ganz genau zwei Gründe. Zum einen habe ich hier einen zwar kleinen, aber doch etwas schweren Karton, den ich mit euch auspacken möchte, und das geht im Sitzen natürlich wesentlich besser als im Stehen. Zum anderen bin ich immer noch ziemlich angeschlagen. Ich war die Woche krank, lag im Bett und fühle mich immer noch nicht so wirklich fit. Möchte aber unbedingt dieses Video für euch drehen. Möchte jetzt wissen, wie die Bücher aussehen, die ich bestellt habe hier bei Medimops. Und ja, deshalb dachte ich mir, setze ich mich mal vor die Kamera. Ich denke, euch stört es nicht. Ein Medimops-Unboxing habt ihr bei mir auf dem Kanal, glaube ich, erst einmal gesehen. Und das ist schon 100 Jahre her. Ungefähr. Generell ist es so, dass ich gebrauchte Bücher lese, gar kein Problem. Ich nehme sie auch gerne aus öffentlichen Bücherschränken mit. Aber bestellen tue ich sie super, 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 super selten. Heute hat diese Medimops-Bestellung aber natürlich einen Grund, denn ich möchte eine Reihe rereaden, die ich zwar hier im Bücherregal stehen habe, aber der erste Band fehlt mir. Den habe ich vor einigen Jahren mal verliehen und leider nie zurückbekommen. Und deswegen dachte ich mir, jetzt ist die Zeit gekommen. Ich habe diese Reihe damals so sehr geliebt, und obwohl ich eigentlich keine typische Rereaderin bin, also ich habe so viele ungelesene Bücher bei mir im Bücherregal, da habe ich eigentlich keine Lust, Bücher, die ich bereits kenne, nochmal zu lesen. Bei dieser Reihe ist es aber anders. Ich habe sie damals so sehr geliebt. Sie war so die Vorreiterreihe, bevor es losging mit diesen ganzen New Adult Romanen. Es war für mich die erste Buchreihe, die Protagonisten hatte, die sich in einem Alter befanden zwischen Jugendbuch und Frauenroman. Also so dieses College-Alter, würde ich mal sagen. In dem Fall ist es das Studentenalter. Aber ja, ich zeige euch das Buch gleich, den Auftakt, den Reihenauftakt, denn ich habe ihn mitbestellt. Das war, wie gesagt, der Grund meiner Medimops-Bestellung. Lange Rede, kurzer Sinn. Und da ich nicht nur ein Buch bestellen wollte, sind es jetzt insgesamt 5 geworden. Und ja, diese 5 werde ich jetzt zusammen mit euch auspacken. Insgesamt, vielleicht nochmal ganz kurz, habe ich 29 Euro und ein paar zerquetschte gezahlt. Alle Bücher habe ich im Zustand sehr gut bestellt, wobei ich mir bewusst darüber bin, dass sie sicherlich nicht sehr gut hier ankommen werden. Es sind, glaube ich, alles Taschenbücher. Und da ist es klar, dass die Qualität nicht so gut sein wird, aber das ist kein Problem für mich. Wie gesagt, ich mag gebrauchte Bücher. Ich finde es schön, wenn Bücher gelesen aussehen. Ich bin da nicht so zimperlich. Von dem her, ja, lasst uns loslegen. So, oh wie schön. Ich freue mich. Und ich zeige euch, ja, fangen wir mal bei dem Grund meiner Medimops-Bestellung an. Nicht erschrecken, das Cover ist super hässlich. Die komplette Reihe sieht optisch fürchterlich aus. Aber der Inhalt, der ist richtig, richtig gut. Hilfe, ich bin Arzt ist der erste Band der Miss Emergency-Reihe von Antonia Rothe-Liermann. Und hier geht es um Lena. Lena will Ärztin werden und stürzt sich jetzt total motiviert in ihr Praxisjahr in einem Krankenhaus. Sie zieht dafür nach Berlin, zieht in eine trubelige WG und ja, wird erwachsen. Es ist eine Geschichte über das Erwachsenwerden, es ist natürlich auch eine Liebesgeschichte, es ist eine Geschichte über Freundschaft, übers Abnabeln von zu Hause. Sie hat viel Humor, sie ist gefühlvoll, sie ist sehr kurzweilig und ich liebe, 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 liebe sie. Natürlich spielt Liebe hier auch eine große Rolle. Die Romane sind aber nicht so sexy wie die typischen New Adult Bücher und ja, vielleicht hat mir damals die Reihe auch deswegen so gefallen. Ich fand sie super und kann es kaum erwarten, hier wieder durchzustarten. Und ich bin gespannt, ob mir die Bücher immer noch so gut gefallen, wie sie mir damals gefallen haben. So, das zweite Buch, das habe ich mir bestellt, weil ganz, ganz, ganz viele von euch davon geschwärmt haben. Ich habe es auf meine Wunschliste gesetzt. Ich meine, es war Paddy damals, die den Ausschlag gegeben hat, weil sie so begeistert war. Ja. Und ich war happy, dass ich das Buch auch relativ günstig bei Medimops entdeckt habe. Blake von Jack Heath ist ein Thriller, der folgendermaßen angekündigt wird. So genial wie Sherlock und so lasterhaft wie Dexter. Timothy Blake ist ein genialer Profiler und ein inoffizieller Mitarbeiter des FBIs. Er steht jedoch auf keiner Gehaltsliste, denn ja, er hat einen sehr geheimen Laster und wird nicht mit Geld entlohnt, was schon ziemlich skurril klingt. Ich habe irgendwie so eine Befürchtung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, wie es schon klingt, es ist ein Mix aus Sherlock und Dexter, vielleicht auch so ein bisschen The Mentalist auf jeden Fall. Gibt es einen
genialen Ermittler, der irgendwie auch sehr schräg ist. Ich freue mich auf Humor, ich freue mich auf Spannung, ich freue mich auf schwarzen Humor vor allem. Oh ja. Dass dieses Buch mit durfte, daran ist Maike von Book Friends Forever schuld. Liebe Maike, falls du das sehen solltest, ganz liebe Grüße an dich. Nur wegen dir habe ich mir einen Song für Alexis von Poppy J. Anderson bestellt. Denn ja, auch ich stehe auf solche Rockstar-Geschichten, nicht auf alle. Manche sind auch irgendwie so 0815. Aber weil du so sehr davon geschwärmt hast, konnte ich nicht anders und musste dieses Buch unbedingt mitbestellen. Hier geht es um Taylor Sutter. Er war ein ganz, ganz, ganz großer Rockstar. Mit seiner Band Spring Break hat er Millionen Tonträger verkauft und in den größten Konzerthallen gesungen. Ihm flogen sämtliche Mädchenherzen zu, Groupie-Herzen. Er hatte eine steile Karriere, aber wie es mit so steilen Karrieren nun mal ist, irgendwann geht's bergab. Die Band hat sich getrennt und als Solokünstler konnte der gute Taylor leider nicht durchstarten. Verzweifelt versucht er jetzt also in der Musikbranche wieder Fuß zu fassen. Mit einem Plattenvertrag klappt es aber nicht. Dafür macht ihm sein Agent einen ganz anderen Vorschlag, denn Taylor soll den festen Freund einer Sängerin spielen, um deren Imageproblem wieder aufzupolieren. Gleichzeitig könnte er von dieser Verbindung natürlich profitieren, indem sein Name in den Schlagzeilen auftaucht. Die Idee gefällt ihm überhaupt nicht, erst recht nicht, als er erfährt, um wen es sich bei der Sängerin handelt. Ja, ich glaube, hier ist Chaos vorprogrammiert, hier sind Schlagabtausche vorprogrammiert, aber hier ist auch ganz viel Liebe vorprogrammiert. Ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf. Danke, liebe Maike, für diese tolle Empfehlung. So, zwei Bücher haben wir noch. Machen wir weiter mit diesem Liebesroman, wenn wir gerade beim Thema sind. Perfect Match, wie ich aus Versehen einen Popstar küsste. Ja, ihr wisst, ihr könnt einen roten Faden hier erahnen, der sich durch meine Bestellung zieht. Geschrieben von Beth Ellen Summer. Hier geht es um Lacey, die das Angebot bekommt, bei einem exklusiven Lifestyle-Magazin ein Praktikum zu absolvieren. Sie sieht darin die Chance, als Beauty-YouTuberin groß rauszukommen. Sie soll nämlich den unglaublich gut aussehenden, aber total arroganten Sänger Tyler, wie soll es auch anders sein, mit ihrer Vlog-Kamera zu begleiten. Obwohl Lacey so gar nicht von Tylers Image begeistert ist, merkt sie schnell, dass hinter der Popstar-Fassade jemand ganz anderes steckt. Ja, auch das klingt nach einer Geschichte, die ich natürlich noch nie in meinem ganzen Leben gelesen habe. Nein, also sie klingt natürlich vorhersehbar, sie klingt so ein bisschen wie viele andere Geschichten. Trotzdem freue ich mich drauf, ich freue mich auf so ein bisschen prickelnde Frühlings- und Sommergefühle. Ja, und über das letzte Buch freue ich mich ganz besonders, denn seit es erschienen ist, hatte ich es die ganze Zeit im Auge. Ich wollte es unbedingt haben, hatte es auch schon in der Buchhandlung mehrfach in den Händen. Aber da es ziemlich teuer ist für eine Klappenbroschur, 17 Euro, habe ich gedacht, nee. Also irgendwie hat mir da das Herz geblutet, ich konnte mich nicht durchringen und konnte dieses Buch nicht für 17 Euro mitnehmen. Deswegen kam mir Medimops genau richtig. Ich habe es für die Hälfte, glaube ich, bestellt. Ich habe, glaube ich, 7 Euro oder so, also weniger sogar als die Hälfte dafür ausgegeben. Und freue mich jetzt total, dass ich dieses Buch endlich hier bei mir habe. Sadie von Courtney Summers. Ich bin hier ganz besonders auf den Schreib- bzw. den Erzählstil gespannt, denn es ist zwar, ja, es ist eine fiktive Geschichte, es ist ein Roman, der jedoch auch aus einer außergewöhnlichen Perspektive erzählt und deswegen auch ganz speziell erzählt wird, nämlich aus der Perspektive eines True Crime Podcasts. Man sieht hier, ich habe es gerade zufällig aufgeschlagen, es gibt hier auch quasi so Interviews oder Gespräche, die einfach aufgeschrieben sind und dann zwischendrin aber auch wieder ganz, ganz normalen Fließtext. Worum geht's? Es geht um Sadie, wie es der Titel schon verrät. Sadie ist verschwunden und zwar nachdem ihre kleine Schwester ermordet aufgefunden wurde. Sie schwört Rache und versucht alles, um den Mörder ausfindig zu machen. Auf ihre Spuren begibt sich dann eben der True Crime Podcaster Wes McCray. Auch obwohl er die Zusammenhänge noch nicht so ganz versteht, spürt er intuitiv, er darf keine Zeit verlieren. Ich bin wirklich unglaublich gespannt auf die Erzählart, auf den Erzählstil hier, wie die Geschichte aufgebaut ist. Hab schon einige sehr positive Stimmen gehört, unter anderem von der lieben Ruth. Liebe Ruth, liebe Grüße an dich an dieser Stelle. Danke nochmal fürs nachdrückliche Empfehlen und ich, ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich freue mich hier auf eine spannende
Und vielleicht auch eine etwas besondere Lesezeit. Ja, liebe Blubberfreundinnen, liebe Blubberfreunde, kurz und knapp, das war meine Medimops-Bestellung. Vielleicht nochmal im Schnelldurchlauf. Einmal Sadie von Courtney Summers, dann Perfect Match von Beth Allen Summer. Jetzt merke ich gerade Summers und Summer. Da sind die Sommergefühle, die ich haben möchte. Dann ein Song für Alexis von Poppy J. Anderson. Blake von Jack Heath. Und der Grund meiner Medimops-Bestellung, Miss Emergency, Hilfe, ich bin Arzt, von Antonia Rothe-Liermann. Kennt ihr die Bücher, die ich euch gezeigt habe? Wenn ja, lasst mich gerne wissen, wie sie euch gefallen haben. Aber bitte, bitte, bitte denkt daran, dass ich die Bücher noch nicht gelesen habe. Das heißt, verzichtet bitte auf Spoiler in den Kommentaren. Ja, ansonsten lasst mich auch gerne wissen, ob ihr gerne gebrauchte Bücher bestellt oder ja, ob eure Bücher eher niegelnagelneu sein müssen. Darüber können wir auch gerne ein bisschen quatschen. Ich freue mich darauf, wenn ihr mich noch ein bisschen in den Kommentaren besuchen kommt. Und ansonsten würde ich sagen, liebe Blubberfreundinnen, liebe Blubberfreunde, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und wenn ihr Lust habt, bis zum nächsten Mal. Na, gefällt dir der Karton? Du? Hübsche? Ja, ist jetzt deiner, ne? Ja, deiner. Das ist ein guter Deal. Ich nehme die Bücher, du nimmst den Karton.